So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Part von Summer in Mara. Ja, ich habe mich endlich mal wieder dazu durchgerungen, dieses Spiel zu spielen. Nicht, weil es extrem anstrengend ist, sondern weil ich einfach voll Bock drauf hatte. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich andere Spiele im Hinterkopf hatte und noch andere andere Sachen und Streams etc. etc. Das ist jetzt Part 24, wie dem auch sei. Wir machen mit Summer in Mara weiter. Und ja, wollen wir mal gucken. Ist ein bisschen leise, das Spiel. Die Frage ist, ist das generell leise oder habe ich das nur leise gemacht? Ich bin jetzt ganz kurz noch mal auf dem Desktop in den Lautstärke-Mixer und guck mal, ja, ich habe das hier ein bisschen lauter gemacht. Dann mache ich das Ingame mal lauter. Und in OBS ein bisschen kleiner. So, ja. 2, 3, 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 3. Ja, komm, ich ernte den ganzen Kram erstmal. Und guck danach. So, ich glaube, ich wollte privat ein bisschen abfarmen, aber ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt noch so extrem lange geht. Dementsprechend gucke ich mir das alles selbst noch mal ein bisschen an und versuche ein bisschen. So, versuche alles selbst noch mal ein bisschen einfach offscreen mitzunehmen, onscreen mitzunehmen. Ich habe mir diesmal vorgenommen, auch wieder einen ordentlichen Batzen hinzukriegen. Ja, füttern, natürlich. So, du wirst natürlich auch gefüttert. So, das Feld lasse ich jetzt erstmal rumlaufen. Beziehungsweise die Felder lasse ich jetzt erstmal auslaufen. Jo, meine gepflanzten Bärenbüsche, die laufen alle soweit ganz gut. Damit kann man eigentlich wunderbar leben. Super, jetzt habe ich 7 Eier, das ist super. So, ich mache die Tür mal auf. So, Meisterschweinchen. So, erstmal alles abgrasen. Ich brauche natürlich noch ein paar Äpfel. Das ist klar. Für den Fall, dass ich nochmal nach Quelles muss, will ich ja natürlich den Hühnchen da was zu essen geben. So, oh, super, der Wald läuft. Das ist gut. So, ich will jetzt noch kein Holz abernten. Ich muss erstmal gucken, was ich alles so habe. Verbrauchsgüter, okay. Schmeckt mit Zucker, schmeckt mit etwas Zucker viel besser. Okay, Gemüse, Bananen, rote Beete, Brombeeren und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich, was das angeht, recht viel. Genau, ich glaube Karotten und Maissamen sollte ich erstmal ein bisschen anpflanzen für die Tiere. Das ist soweit okay. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ah, warte mal. Eine Sache würde ich gerne noch gucken, wie viel. Okay. Kupfer, Silber, Lehm. Ich habe genug Steine. Die Frage ist, was mache ich mit den Steinen, bevor ich die jetzt permanent mit einem 99er-Stick im Inventar herumschleppe? Ich werde die Videos wieder mal. Ich werde bei den folgenden Videos die erstmal für Kommentare freigeben. Dann könnt ihr euch auch ein bisschen mit mir über das Spiel unterhalten, wie euch das so gefällt, ob ihr irgendwelche Ideen zum Beispiel habt für Bauten oder so, ob ihr die Anordnung der Bäume hier soweit in Ordnung findet oder nicht. Daher werde ich den entsprechenden Leuten auch nochmal dieses Video speziell verlinken. Jo, schade, dass es mit Horizon Zero Dawn immer noch Spielabstürze gibt und allem drum und dran. Daher muss ich einfach auf den Patch warten. Okay, die Mine habe ich abgegrast. Von was habe ich denn so richtig viel? Naja, komm, ich will den Hunden jetzt eigentlich nicht den Apfel wegessen. Auf der anderen Seite aber. Okay, will ich mich mal dran erinnern. Ich finde das pinke Hemd gar nicht so schlecht.
Also, Dino hatte zwar mal gemeint in einem Stream oder in der Premiere, solange sie nicht in Pink rumläuft, aber ich finde das Pink hier zwar auch sehr farbintensiv und sehr kitschig, aber ich muss ganz ehrlich, eine Sache muss ich ganz ehrlich sagen, das wirkt jetzt nicht aufdringlich oder desgleichen, sondern es wirkt doch relativ dezent. Ja, es ist erkennbar, aber ich finde, es passt gerade. Wir können natürlich zwischendurch, den Turmbeutel finde ich halt super. Für die Koa passt er auch in den Farben. Da haben sich die Leute echt Gedanken gemacht. So, gut, die Insel ist größtenteils abgegrast. Eine Sache noch. Ich will gucken, ob die, obwohl Eier brauche ich nicht. Ich habe Hühner auf der Insel. Das bedeutet, ich gehe jetzt nochmal unten an den Strand. Hier oben ist alles soweit picobello. Das ist wunderbar. Und das ist bravissimo. Nun hauen wir noch uns ein paar Kokosnusspalmen. Vorsicht, nicht, dass sie dir auf die Birne fallen, Chor. Das möchten wir ja nicht. So, Muschel nehme ich noch mit. Die springt wie ein kleiner Springfloh. Nein! Ach, Mist. Oh je, das ist ärgerlich. Das wollte ich nicht. Da wollte ich eigentlich, dass die Chor da drauf springt. Ah, super. Machst du toll, Koa. Supi-dupi. So, okay, hier gibt es keine Köder mehr. Hier gibt es nichts. Die sind noch am Wachsen. Das ist wunderbar. Das sind Kaffeebäume. Jo. Muschel. Hier hinten liegt meistens noch was. Warum ist es so leise? Liegt es an mir? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Na gut, ich muss mir nachher die... Ich mache die Aufnahme nicht so lange. Ich denke mal so 30 Minuten ungefähr. Dann höre ich mir mal den ganzen Kram an. Die Endaufnahme und guck mal, wie das dann so ist. Vielleicht liegt es auch einfach nur an... an meinem Audio-Channel. Ihr habt ja einen anderen Audio-Channel als ich. Jo. Wunderbar. Ich feiere das Spiel, wie gesagt, immer noch. Ich habe das auch nicht ein Stück vergessen, auch wenn ich in der letzten Zeit relativ wenig dieses Spiel gespielt habe. So, okay. Die Flunder habe ich abgegrast. So, jetzt will ich natürlich noch die Krabbe hier füttern. Soll sich ja wohlfühlen, ne? Postkrabbe. Aber eine reicht auch. Okay. Jo, den Teil des Strandes habe ich abgegrast. Das bedeutet, wir laufen jetzt ich sollte nicht so viele rohe Sachen essen. Ich sollte doch lieber Sachen zu mir nehmen, die ich in der Küche zubereitet habe. Die geben definitiv mehr Energie. Wie man oben links erkennen kann. Ja, wie gesagt, ich habe den Greenscreen angemacht. Natürlich gibt es da dann auch immer wieder Effekte, weil das Spiel sehr, sehr farbenfroh ist. Dementsprechend werdet ihr natürlich die Reflexion von meiner Seite aus sehen. Sprich, wenn ich jetzt auf Wiese laufe und das Bild sehr grün ist, dann werd auch ich leicht grün. Aber ich finde es persönlich gar nicht so tragisch. Ich habe den Fehler auf jeden Fall im Kopf und ich habe keine Köder, um hier zu fischen. Okay. Ich habe dieses Phänomen, sagen wir nicht Fehler. Fehler ist ja, wenn etwas passiert, was nicht passieren sollte. Ich habe das durchaus im Kopf. Ich weiß auch, wie man das annulliert, beziehungsweise wie man den Fehler korrigiert. Aber möchte ich aktuell nicht. Weil ich das eigentlich ein nettes Gimmick finde. Von daher passt das eigentlich. So, okay. Bevor ich jetzt... Ich habe meine Steine im Kopf. Das bedeutet, ich versuche schon darauf zu achten, nicht zu viel zu bekommen. Okay, was haben wir hier? Feuerwerk und Fass mit Schießpulver. Okay, ich würde sagen, bevor ich jetzt hier großartig weiter abgrase... Ich habe die Insel abgegrast, das bedeutet, ich habe mich um die Insel gekümmert. Und das ist in dieser
Das ist hier erstmal in Ordnung. Dann können wir uns am nächsten Tag wieder auf Reisen begeben. Thaimas Salat. Da muss ich nochmal gucken, was ich dafür brauche. Ich glaube, ich sollte mir auch mal ein paar Notizen diesbezüglich machen. Was ich gerade mehr abernten und angrasen muss. Küche, Thaimas Salat. Das mache ich jetzt auch gerade. Ihr kennt es ja von mir. Schreibt mir immer noch gerne manche Notizen in mein Büchlein auf. Und dort auch unter anderem Notizen für Stardew Valley. Wogegen es auch dort sehr gut vorangeht. Muss man sagen. So. Ja, das ist doch Thaimas Salat. Wunderbar. So, Thaimas Salat habe ich. Was war ich denn? Weiter mit Koa. Dafür brauche ich einen besseren Hammer. Weiter mit Koa. Mache weiter mit den Aufträgen von Maleb. Von Mayo. Dafür brauche ich Ananas. Koa. Abgeschlossen. Tauchen das Meer des Quäbaums. Ja, da hätte ich vielleicht mal vorher nachgucken sollen, weil ich weiß echt nicht, wo dieser Quäbaum zu finden ist. Alte Inselblume für Onzo. Mutierte Blume. Frage ist, komme ich überhaupt schon auf die Insel? Mache weiter mit den Aufträgen von Aban. Okay, das sind die drei Sachen, die ich machen kann. Die Frage ist, ja, ist ja gut, kleines. Du bist ein liebes Hühnchen. Ja, das bist du. Was mache ich denn jetzt hier? Gibt es irgendwas, was ich großartig aufsetzen muss? Nö, eigentlich nicht. Dann will ich mal gucken, ob ich irgendwas benutzen kann. Ich will jetzt nicht mit so vielen Steinen herumlaufen. Oh, perfekt. Ein bisschen Lehm. Warum eigentlich nicht? So, Holz. Wie viel Holz habe ich denn jetzt eigentlich insgesamt? Habe ich jetzt vergessen nachzugucken. Aber davon habe ich, glaube ich, auch mehr als genug Holz. Das reicht eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich Eimer brauche. Mache ich mal drei Stück. So, Stofffaden brauche ich selbst. Ja, das habe ich alles. Ruder, Papier. Wie viel Harz habe ich denn? Ich habe nicht so viel Harz. Mache ich mal drei Blumentöpfe, warum nicht? Was wir haben, haben wir. Vielleicht können wir da dann auch durchaus noch das ein oder andere verkaufen. Werkzeuge habe ich alle. Küche, wunderbar. Was brauchen wir denn dafür? Karotten? Nein, Karotten habe ich nicht so viel. Pflanzenöl. Brombeersaft, die können wir ruhig alle benutzen. Genauso wie die Eier. Warum mache ich Öl in der Werkstatt? Dafür brauche ich Sonnenblumen. Okay. Ankorischer Salat. Warum nicht? Ist eigentlich immer ganz gut, wenn wir was zu essen dabei haben. So, normaler Salat. Brauche ich Salat, Tomate, Zwiebeln. Tomaten habe ich nicht so viel, ist egal. Das sind ja Stoffe, die durchaus in der Küche verwertet werden dürfen. So, jetzt will ich aber mal was gucken, was jetzt der Unterschied ist.
Der Salat hat 3 Münzen und 2 Hunger. Oh, der gibt richtig viel. Der ankoranische Salat. Und Taimas Salat ist auch sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, wir machen noch mal ein bisschen Taimas Salat. Was wir da machen, da. Auberginen ist ja auch wunderbar. Es wäre ganz gut, wenn wir irgendwo Saatgut herstellen könnten. Das wäre natürlich mega. Aber na gut. Okay, dann haben wir alles gemacht, was wir machen. Ist auch schon die Hälfte von dem vergangen, was ich brauche. Oder was ich möchte. Vielleicht mache ich die Folge doch ein bisschen länger. Mache dadurch mal wieder Premiere-Projekt. Warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich ganz lustig. Bevor jetzt die Leute irgendwie denken, Premiere ist kein Livestream. Ja, wenn ich in der Premiere drin bin, kann ich im Chat dann auf eure Fragen eingehen. Das ist soweit auch wunderbar. Allerdings kann ich im Kommentariat nicht darauf achten. So, jo, Aubergine, ja, nehme ich mal. Dann haben wir die weg. Ja, ist ja gut, Hühnchen. So, du kriegst was zu essen, du kriegst was zu essen, du kriegst was zu essen. Dann nehme ich noch Weizensamen, dann haben wir das nämlich auch. So, du kriegst natürlich auch was zu essen. So, und Sonnenblumen brauche ich viele. Ja, 7-mal Saatgut, das ist eigentlich wunderbar. Das ist eigentlich so, wie es ist, schön. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich streame nicht mehr auf YouTube. Oder wenn, dann nur ganz, ganz selten. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu meinem Discord. Nicht zu meinem Discord-Channel, sondern zu meinem Twitch-Channel. Dort wird, wenn Zeit und Lust ist, meistens am Wochenende, ab und an auch unter der Woche, gestreamt. So, mal gucken, ob das ausreicht. Wenn ich das ganz langsam mache, dann klappt das. Ja, ohne dass es... Ich weiß nicht, ob es am Dünger liegt, dass wir da mehr kriegen, aber... Oh, dieses... Gut, das lag jetzt nicht am Huhn. Na gut. Dann ist das so. Dann brauche ich, wenn die Felder groß alle ausgebaut sind, brauche ich dann einfach dementsprechend 2 Einheiten Dünger. Dann ist das einfach so. Nehme ich Kürbis. Ich meine, was weg ist an Saatgut, ist dann auch weg an Saatgut, was durchaus in Ordnung ist. Ich habe keine Ahnung, wie viel Dünger ich jetzt genau habe. Dementsprechend, jo. Muss mal gucken, wie ich das selbst machen kann. So, du und du. Dann seid ihr auch glücklich. Warte mal, das kann ich doch bestimmt nachgucken. So. Dünger. Dafür brauche ich Kohle. Kann ich Kohle hier selbst herstellen? Das wäre ganz super, aber wir sind hier nicht bei Stardew Valley. Schade eigentlich. So, nehmen wir uns mal die 7 Eier. Du kriegst natürlich was zu essen. Du kriegst was zu essen. Du kriegst was zu essen. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch einmal hier alles abernten. Ja, Eicheln habe ich genug in der Tasche. So, jetzt will ich nochmal gucken, ob die Orangenbäume irgendwas abgeben. Aber ich glaube nicht. Okay. Die habe ich gestern erst abgegrast. Die Kirschbäume habe ich auch erst gepflanzt. Also ich habe 5 Äpfelbäume gepflanzt, 5 Kirschbäume gepflanzt. Von denen jeweils, weil hier nehme ich dann sozusagen als Eisener Bestand, damit meine ich, die beiden werden nicht gefällt. Hier wird immer Saatgut gesetzt für den Fall, dass ich hier mal alles abholze und vergesse nachzupflanzen und kein Saatgut mehr für dementsprechende Materialien im... Wie heißt es, im Rucksack habe. Okay, dann habe ich alles, was ich brauche.
Und ich mache mich mit der Map, mit der Napopo, heißt sie genau, auf. So, ich brauche jetzt was zu essen und keine Energie. Das bedeutet, ich kann einen Apfel essen. So, warte mal, wie viel Geld hat denn die Koa gerade? 4000, das ist okay. Wunderbar. Oh, die Musik ist auch einigermaßen schön. Karte. Taima Salati ist im schwarzen Vulkan. Da muss ich hin. Was war das? So, ich hoffe. Okay, das sieht nach nichts aus. Ich möchte so nah wie möglich hier dran, dass die Koa nicht ins Wasser springen muss. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas kriegen kann. Aber sieht für mich nicht danach aus. Naja, vielleicht später mal gucken. So, ich versuche jetzt einfach mit den Aufgaben von Koa weiterzumachen, mit der Hoffnung, dass ich irgendwann einen besseren Hammer kriege und so ein Kram. Hallo, wer bist du? Wer ist da? Ich bin es, Koa, das Mädchen von vorhin. Ich habe dir schon gesagt, dass du verschwinden sollst. Es ist unhöflich, so stur zu sein. Hast du keine Manieren? Fast keine. Dann ist dies deine erste Lektion. Verschwinde. Ich habe dir einen Salat mitgebracht. Was? Einen Salat? Wenn ich ehrlich bin, könnte ich wirklich etwas Gemüse vertragen. Hier wächst fast nichts. Ich wollte ihn dir nur geben. Dann verschwinde ich. Es dauert nur einen Augenblick. Schon gut, schon gut. Lebst du hier ganz alleine? Ich lebe hier mit all meinen Erfindungen und Kreationen. Diese kleinen Roboter sind wirklich süß. Er ist kein einfacher Roboter. Das ist Matt, mein Freund. Was machst du hier? Warum hast du nach mir gesucht? Saimi hat mich geschickt. Saimi. Ich glaube, ich habe ihre Stimme letzte Nacht über Funk gehört. Ich dachte, ich würde diesen Namen nie wieder hören. Wie geht es ihr? Nun ja. Sie ist traurig und einsam. Ich verstehe. Es scheint, als hätten sich die Dinge für uns beide nicht so gut entwickelt. Hm? Ich weiß nicht. Ich verstehe mich sehr gut mit Saimi. Auch wenn sie ein wenig streng ist. Ja, Saimi war schon immer so. Fast wie meine Oma. Den ganzen Tag kriege ich zu hören, was ich tun soll, wie ich mich benehmen soll und so weiter. Ich glaube, du kanntest meine Großmutter, Yaya Haku. Saimi sagt, sie war deine Kapitänin. Deine Großmutter? Du bist Hakus Enkelin? Ich habe ihre Augen. Dann war das kein Scherz. Dieser Brief. Welcher Brief? Kind, du bist Hakus Enkelin und das sind deine Werkzeuge? Von welchem Brief redest du? Lenke nicht ab. Du bist keine richtige Matrosin, wenn du so einen furchtbaren Hammer hast. Oh, wir kriegen einen neuen Hammer. Geil. Cool. Supi. Ich finde ihn gut genug. Gut genug reicht nicht. Komm erst zurück, wenn du anständiges Werkzeug dabei hast. Das ist alles. Geh, fahr zurück und verbessere deinen Hammer. Kann ich hier rein? Das Haus ist seltsam. Ich weiß nicht, wo die Wände aufhören und das Dach anfängt. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Dragon Ball Dinger. Mann. Kannst du nicht einfach mal anfangen und hier mal ein bisschen was recyceln? So, ich kann hier was kochen, das ist super. Das ist wunderbar. So, ja, verbessere den Hammer. Die Frage ist, wie verbessere ich den Hammer? Spreche mit Dunna für den nächsten Auftrag. Ist das nicht Dunna? Handeln. Ah. Hier kann ich ein paar Sachen holen. Ich will erst mal gucken. Wassermelone. Ich weiß nicht. Du hast diesen Artikel nicht in deinem Inventar. Nimm ich mal. So, was willst du denn überhaupt haben? Oh, die will Gemüse haben. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Ah, super, dass ich nochmal ein paar Bretter und so gemacht habe. Ich glaube, hier kann ich richtig viel Geld machen. Warte mal, wenn ich ihr die Hälfte an meinen Brettern verkaufe, dann sollte ich genug haben. Wunderbar. Ankorischer Salat kriegt sie ein paar.
Dann kann ich noch, ich denke mal, 15, ja die Hälfte, 1, 2, 3, 4, 5, wunderbar, normaler Blumentopf. Jaja-Blume nimmt sie gerne, kann sie die Hälfte haben. Salat bringt jetzt 31. Das ist super. Den Rest. Wunderbar, will ich mal mit dir sprechen. Aber ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich werde mit Akachi reden müssen. Sprich mal mit Akachi, um deinen Hammer aufzubessern. Super. Dann will ich mal zur Akachi reisen. Die Frage ist nur, was brauche ich dafür für Materialien? Hoffentlich kein Gold. Weil ich glaube, das habe ich auf meiner Insel noch nicht. So, ja, für 60 nach Quelles. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Und ich muss gucken, wo ich, ich muss darf meinen Tank nicht aus dem Auge verlieren. Obwohl der Tank noch einigermaßen in Ordnung ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich keinen Tank verbrauche, wenn ich, wie heißt's? Dementsprechend mich bereisen lasse. Habe ich noch Glasflaschen? Kann ich hier Wasser nehmen? Okay, es hat geklappt. Wunderbar! So, ich will natürlich hier oben nochmal lang. Hier gibt es nämlich immer was zu holen. Oh, Dünger, super. Zweimal sogar, wunderbar. Und einiges an fertigen Feldfrüchten. Das ist wunderbar erstmal. So. Gut, handeln. Was willst du denn? Du willst nur Obstzeug haben, ne? Ein paar Sachen kann sie kriegen. Trüffel zum Beispiel kann sie eigentlich alle haben. Kirschen kann sie auch alle haben erstmal. Die wachsen ja bei uns ohne Probleme. Orangen nicht. Die behalte ich ganz gerne. Super. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. So, was willst du denn gerne haben? Nägel, Metallröhr, Schwimmer, großer Blumentopf. Nee, davon habe ich erst einige verkauft. Okay, du willst Fische haben. Die kannst du auch haben. Okay. Fischsuppe, wunderbar. Gut, jetzt muss ich mit... Jetzt will ich aber... Ach, weißt du was, ich klappe alle ab, wenn ich schon hier bin. Dann kann ich nämlich auch einfach, wenn ich dann... Ja, die habe ich extra für euch mitgebracht, ein Mundi. Wer ist ein braver Hund? Du bist ein braver kleiner Justin. Jo. Und wen haben wir hier? Ja? Kleine Hino. Ja, ein braver kleiner Hino. Ja, das bist du. So, ich will jetzt hier die Händler nochmal abklappern. Und ja, ich muss halt wirklich gucken, dass ich irgendwo wirklich eine Ananas herkriege. Was willst du denn haben? Das Modellboot. Ich weiß nicht, ob ich dem das verkaufen will. Erinnere mich daran, dir einmal von dem Tag zu erzählen, damit ich die große Quelle gefahren bin. Okay. Angeln will ich jetzt nicht. Mal gucken, was der hier so im Laden hat. Okay, eintreten. Okay, Taucherbrille. Die kaufe ich mal. Und was will der denn haben? Viele Köder, Peller nach Dingsbumsart, nach Nohosart. Schwertmuschel. Die kann ich... Die kann ich einmal verkaufen. Bratkartoffeln, das ist eigentlich Pommes. Kann ich einmal verkaufen. Den Walnussschwimmer nicht... Davon kann ich zwei loswerden. Von denen habe ich auch so viel. Ja, super. Gut, jetzt will ich nochmal gucken, ob ich es noch schaffe, zu Akachi zu gehen. Aber ich glaube, das wird dann zu spät. Auf der anderen Seite, was ich abgeklappert habe, habe ich abgeklappert. Ne? Dementsprechend sollte ich eigentlich keine Probleme haben, dann am nächsten Tag einfach strikt zu ihr zu rennen. Dann gehe ich nämlich hier nochmal lang. Hallo, Mayo! Koa, Koa.
Eintreten. Entschuldige, Chor, ich koche gerade. Alles klar. Guck mal. Lachs willst du haben. Kannst du natürlich bekommen. Den kannst du komplett... Nee, aber zwei behalte ich mal für mich. Die Pilzsuppe kannst du bekommen. Wunderbar. Supi. Wie gesagt, ich gras die jetzt ab. Zu Akachi hätte ich es wahrscheinlich sowieso nicht mehr geschafft. Komm vorbei, wenn du eins meiner Gerichte probieren willst. Brrr. Alles klar, Bram. Lass mich in Ruhe, ich muss mich ums Geschäft kümmern. Gut, Muscheln in Weißwein. Ich krieg so einen Hunger. Warum habe ich so viel Weizen? Wieso? Nein, den Salat will ich nicht verkaufen. Nein, nicht den Salat. Aber Weizen, warum habe ich so viel Weizen? Darauf habe ich echt nicht geachtet. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Okay, da verkaufe ich ruhig 60. Na komm, was wir weg haben, haben wir weg. So, ich glaube, ich habe sowieso noch ein bisschen Weizen angepflanzt. Dementsprechend ist das alles gar nicht so tragisch. Jo, Edigan hat bestimmt zu, dieser Lümmel, aber bei dem habe ich ja sowieso nicht so viel zu holen. Bitteschön, Froschi. Benutzen. Ja, warum nicht? Überraschungsei, da habe ich Steine und ein normales Ei bekommen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, ein Ei aus dem Automaten zu ziehen. Da wäre ich im echten Leben etwas vorsichtig. Na gut, dann würde ich trotzdem hier nochmal weiterlaufen. Ich glaube, ich benutze einfach ein Zelt oder einen Schlafsack. Dann kann ich überall übernachten. Und dann kann ich mich hier nochmal ein bisschen abgrasen. Oder ich gehe ins Dingsbums. Wie heißt es, ins Hotel? Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ah, von denen habe ich so viel. Sollte ich echt mal ein bisschen angeln. Ich mache den Part einfach ein bisschen länger und dann beim Rendern oder so haue ich da einfach was, weiß ich. Ein kleines Intro oder so rein und dann ist der Käse eigentlich gegessen. Super. So, da ist noch eine Beere, die nehme ich natürlich mit. Da steht er, der Onzo. Schade, dass ich hier nicht schlafen kann. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Interesse hege, die Koa irgendwie in fremden Gärten übernachten zu lassen, aber der Onzo ist ein lieber Kerl. Der tut unserer Koa schon nichts. Zu opfern. Napopo, wunderbar. Chor, das ist kein gewöhnlicher Botengang. Okay, wunderbar. Neuer Tank ist eigentlich, habe ich alles, was ich brauche. Pilze. Davon kannst du mehr als die Hälfte haben, weil ich nicht weiß, was ich mit diesem komischen lilanen Pilz machen soll. Perle, Perle, die kannst du gern haben. So, dem Blue haben wir jetzt auch Sachen verkauft. Das ist wunderbar. Na, la, 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 la. Supi. Ich würde sagen, nee, lassen wir mal. Oh, dieses scheiß Mikrofon. Sekunde. So, jetzt sind wir wieder da. Habe das Mikrofon mal ein bisschen umgeändert. So, ich nehme normalen Schlafsack. Das reicht eigentlich auch. Ah, wie eine kleine Raupe. Oh, herrlich. Schön gemacht, auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir zu Akachi.
dementsprechend würde ich sagen, machen wir das dann auch. Hallo, kleiner Bom. Ja, dich kenne ich. Bist ein lieber Gelle. Ah, die Eichhörnchen sind goldig. Der macht erst um 9 auf, ne? 10 und 22 Uhr, okay. Ja gut, wenn er bis 12, wenn er bis 10 auf hat, dann kann der auch um 10 Uhr öffnen. Der, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt. Ich habe aber sowieso noch nicht dem seine ganzen Sachen. Hier mein Schatz ausgegraben. Hier war, glaube ich, der Rucksack von der Moon drin. Hase, Hase, ich krieg dich. Ich will dich. Komm jetzt auf meine Insel. Da kommst du auf den Teller. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Schade, dass der nicht auf unsere Insel mitkommen kann. Würde ich so gerne haben. So Häschen oder, oh, Schokolade. Geil. Eis zum Frühstück. Koha, das ist gesund. So, was habe ich denn hier? Das nehme ich mal mit. Die Akagi hat da ja nichts dagegen. Wir sind ja ihr Lehrling. Da dürfen wir uns auch schon mal hier dran bedienen. So. Akagi, könntest du mir bitte einen Gefallen tun? Was immer du möchtest, Kleider. Also, ich habe diesen Metallhammer, aber ich möchte ihn aufbessern. Ich verstehe. Ich habe gerade keine Zeit. Wenn ich dir erkläre, wie man das macht, würdest du es auch alleine hinbekommen? Ich glaube, ja. Hier hast du die Anleitung für einen Schmiedehammer, wie ich ihn habe. Super. Stell dir einen Schmiedehammer her und bring ihn zur Dunna. Kann ich das hier machen? Das wäre super. Ja, wunderbar. Nein, nicht wunderbar. Och, ernsthaft? Warte, 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 geht das? Nein. Oh, muss ich da echt nach Hause? Na gut, dann ist das aber so. Geld hat die Chor aktuell auch eigentlich genug, also Geldmittel. Dementsprechend würde ich auch sehr ungern jetzt noch unnötige Minuten verbringen. Supi. Dann rennen wir mal durch die Straßen. Essen habe ich ja noch genug. Ich habe ja noch einiges an Salate. Ist da ein kleiner Hund? Ja. Na, kleiner Slaxi, ein ganz lieber bist du. Jo, die Hunde, die sind alle super. Die Hündchen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, ja, ich weiß immer noch die Ananas. Ach so, ich hab gelesen, wo man die Ananas herkriegt. Die Ananas kriegt man ganz erst relativ spät im Spiel her. Dementsprechend ist das durchaus kein, ist das bekannt, dass man da erstmal relativ weiter spielen muss. Jo, was sagt denn dieser Brunnen? Der ist leer. Der Brunnen auch. Warte mal, ich will mal was gucken. Was ist denn ein besserer Brunnen? Das ist ein normaler Brunnen, okay. Okay, dafür brauche ich Seile. Dann würde ich nämlich, anstatt diesen kleinen Brunnen, würde ich gerne zwei große Brunnen bauen. Werkzeuge, oh super. Seltener Hammer, wunderbar. Wand, Bauelement, Wassertank, oh cool. Goldbarren. Barren eines merkwürdigen Metalls. Okay, cool, wir haben viele, viele Sachen bekommen. Wassertank, dafür brauche ich 8 Nägel. Kann ich die manuell herstellen? Das wäre super, aber nein, na gut. Gut, Rohgold habe ich eine Menge. Boah. Der Koa läuft mit 5 Goldbarren rum. Wunderbar. Na gut. Dann ist das so. Brunnen. Großer Brunnen. Wie gesagt, Wassertank. Um den würde ich mich jetzt erstmal kümmern. Bessere Hacke. Supi. Perfekt, perfekt.
So, dann legen wir hier noch eine Wassermelone rein. Ja, ihr kriegt natürlich euer Futterhühnchen, das ist klar. So, du kriegst dein Futter, du kriegst dein Futter, das ist ja wohl logisch. Du natürlich auch, ja, du sollst ja groß und stark werden. So, 7 Eier, das ist okay. So, das machen wir mal auf. Hallo, ihr Kleinschweinchen. Du kriegst dein Essen, du kriegst dein Essen. Ich muss noch Karottensaatgut holen. Wo ist der andere? Na gut, wenn er nicht will, will er nicht. Ich werde jetzt den Tieren nicht hinterherlaufen wegen ihrem Essen. Das bedeutet, wenn der eine abgehauen ist, dann gibt es halt nichts zu spachteln. Ist es gemein, ja. Aber in der Regel ist es so, wenn Tiere wissen, wo man das Futter gibt. Oder wo es Futter gibt, dann gehen die in der Regel auch dahin. Das war bei uns auf dem Hof auch so. Jo, super. Ich glaube, Holz habe ich aktuell erstmal genug. Ich könnte trotzdem mal anfangen und vielleicht mal den Wald abholzen. Das mache ich vielleicht irgendwann mal offscreen. Ja, liebes Schweinchen. So, ich dachte, das geht schneller. So, jo. Warte mal, ich will mal gucken, was am meisten Energie gibt. Es ist unmöglich, nur eine einzige Praline. Schön. So, saftige Frucht, die Durst löscht. Gibt nicht so viel. Na gut, dann ist das so. Ich glaube, das ist Golderz. Naja, wenn ich schon mal hier bin. Wunderbar. Ich will mal gucken, was es hier oben gibt. Ah, ich habe nicht genug Orangen, weil ich die alle abgegrast habe. Ah, das ist nicht so super. Ich weiß nicht, warum das alles nur hier oben wächst. Ich finde es ein bisschen befremdlich. Ich hätte es gerne unten angebaut. Aber, na gut, dann kann man einfach nichts machen. So, Saatgut habe ich genug. Wo sind das andere Schweinchen eigentlich hin? Wundert mich jetzt wirklich. Weil ich habe nämlich 3. Na, der wird schon irgendwo sein. Manchmal muss man die auch mal ein bisschen in Ruhe lassen. So, ich will auf jeden Fall nochmal gießen. Der hat 10 Ladungen. Der hat noch eine. Ich brauche auf jeden Fall noch eine bessere Hacke. Aber es ist gut, dass ich einen besseren Hammer habe. Dann weiß ich nämlich auch, wo ich hin muss. Der hat kein Wasser mehr. Okay, der ist auch leer. Der hat noch 10 Ladungen und der hat auch noch 7 Ladungen. Super. Gut. Nee, Dünger jetzt erstmal nicht. Dann warte ich, bis das Feld fertig ist. Und dann versuche ich halt pro Feld hier. Ich muss nicht jetzt nicht jedes einzelne Teil düngen. Jo, den Hammer. Ich will jetzt aber auf jeden Fall nochmal in die Küche. Und gucken, was ich noch so herstellen kann. Brombeersaft, Orangenmarmelade, Zucker, aber ich habe keine. Ich könnte Eis herstellen. Milchshake, dafür brauche ich Milch. Mehl und Schokolade, Zwiebeln und Mehl. Karotten möchte ich eigentlich sehr ungern benutzen. Kokosnuss-Cocktail. Oh, super. Spiegelei.
Mhm. Ich habe keine Schokolade, ich habe keine Milch. Ich habe kein Eis. Mhm. Für was brauche ich denn die Pfirsiche? Das wäre jetzt mal eine Frage. Orange, Erdbeere, Wasser, Zucker. Orange, Karotte, das wäre natürlich super, ne? Aber ich habe so wenig Orangen. Es liegt aber jetzt nicht daran, dass ich irgendwie, ja, ich habe halt schon sehr viele von denen gepflanzt. So ist es nicht. Das Problem ist einfach nur, ja. Das Problem ist einfach nur, dass die erstmal wachsen müssen. So, dann gehe ich mal schlafen. Dann können wir eigentlich einiges machen. Oh, super, es regnet. Das bedeutet, meine Pflanzen sind gegossen, denen geht's gut. Meine Brunnen sind auch nachgefüllt. Oh, das ist herrlich. So, das. Ich habe ja gesagt, ich will das jetzt erstmal abernten, bis alles fertig ist. Und danach fange ich nochmal richtig an. Die Hühner, die müssen jetzt mal selbst klarkommen. Schneller, schneller. Bring ihn zu Dunner. Okay, sammel Brocken. Merkwürdiges Material. Okay. Dann weiß ich, wo ich lang muss. So, Früchte und Pilze nehme ich noch mit. Oh, ich habe schon lange keine gedünsteten Pilze mehr gegessen. Die sind so lecker in Kräutersoße. Ach, da bist du ja. Mann, dich habe ich gestern gesucht. Hm? Der kriegt natürlich auch noch was zu essen, wenn er da ist. Hinter den Bäumen hat dieser kleine Ganove sich versteckt. Mensch, 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 diese Halunke. Ah, das sind Zitronen. Wenn du mir jetzt die Zitrone wegfrisst, hast du mir jetzt die... Er hat mir die Zitrone weggemampft. Och, Mann. Na gut. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Meine Kirsche. So. Ja, komm, die zwei nehme ich noch mit, weil sie am Weg stehen. So, wunderbar. Na gut, du kriegst auch noch was zu essen, weil er so brav hinterhergelaufen ist. So, ich will jetzt nochmal die Pilze absammeln und dann ab zum Vulkan. Da können wir nämlich dann auch gleich alles abgrasen. Und dann können wir die Aufgabe von Aquila fertig machen. Und der Dunner gleich unseren neuen Hammer zeigen. Die Schnellreisefunktion ist doch besser als gedacht. Wie gesagt, die Schnellreisefunktion habe ich ja gefeiert. Ich finde es nur ein bisschen... Ah, ich weiß nicht ganz. Es ist immer so ein bisschen schwierig zu entscheiden, ob es jetzt gut ist, dass die Core auch überall craften kann. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es immer so ein Hin und Her. Werkstatt, okay. Kupferbarren. Gold. Okay, ich habe kein Roh... Ah, das war Rohkupfer. Okay. So. Guck mal, jetzt habe ich einen Schmiedehammer. Nicht schlecht. Warte mal. Wir müssen über die Elites reden. Elites? Ich habe sie auf Quelis gesehen. Saemi hat mich gebeten, dich nach ihnen zu fragen. Was machen die Elites in Mara? Kennst du sie? Ich habe Abhandlungen über ihre Technologien gelesen. Die Elites sind eine Zivilisation, die vom Fortschritt besessen ist. Koste es, was es wolle. Elites sind gefährlich. Sie beuten die natürlichen Ressourcen vieler Planeten für ihren eigenen Fortschritt aus. Saemi hat mir gesagt, dass du mir helfen kannst, mehr über sie herauszufinden. Mir sind Elites ziemlich egal. Mir geht es hier auf meiner Insel gut. So weit weg von allen Problemen. Aber wir müssen etwas gegen sie tun. Mara ist in Gefahr und du kannst mir helfen. Ich bin für Mara nicht mehr nützlich. Ich glaube nicht, dass ich etwas tun kann. Und ich gebe dir einen Rat. Das Beste ist, sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Lebe gut. Lebe geruhsam. Lebst du gut? Ich denke schon. Ich bin mir sicher, dass du nicht einmal einen Stall hast. Einen Stall? Ja, einen guten Stall. Was hat ein Stall mit dem zu tun, worüber wir gerade geredet haben? Vergiss die Elites und das alles. Das Wichtigste für dich sollte jetzt sein, einen Stall zu bauen und ein geruhsames Leben auf deinem Bauernhof zu führen. Ich gebe dir eins meiner Schafe. Du kannst ihn in deinem neuen Stall unterbringen. Zeigst du mir, wie man einen baut, bitte?
Sehe ich denn aus wie eine Stallarchitektin, wenn ich nur einen Ankh kennen würde? Ich kenne einen Ankh auf Quelles. Die Ankhs sind die besten, wenn es um Bauen... Aber oh, alles klar. Geh und bitte ihn um Hilfe. Hilfst du mir danach mit den Elits? Wir werden sehen. Okay, ich habe ein Schäfchen bekommen. Werkzeugschrank. Rede mit Avan. Ah, super. Das bedeutet, wir können jetzt hier einiges bauen. Werde ich auch dementsprechend machen. Aber ich möchte hier nochmal... Sieht alles so farbenfroh aus. Aber Vulkangestein ist auch einigermaßen farbenfroh. Oh, wir sind schon bei 50 Minuten. Oh je. ich will es jetzt nicht zu lange machen. Ich mache es dann aktuell so. Dass ich... ich mache jetzt hier die Aufgabe noch fertig. Und dann beende ich den Kram auch. Wunderbar. Ich habe einen von diesen Steinen, die der Aquila haben möchte. Das ist wunderbar. So, ich würde nämlich dann einfach sagen, ich mache die Quest noch fertig, dann beende ich den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Part und ich hoffe, dass ihr die Premiere wahrscheinlich genauso gefeiert habt, feiern werdet wie ich. Wenn nicht, wenn ihr jetzt nur den Let's Play Part seht, dann natürlich hoffe ich, dass ihr das Video insgesamt einfach dass euch das Video einfach insgesamt gefallen hat. Und dann hat sich der Käse eigentlich auch gegessen. Wunderbar. So, na komm, Koa. So, ich habe 7 da. 7 von den Steinen, die der Aquila haben will. Das ist ganz gut. 8 insgesamt jetzt. Kirsche. Ich weiß nicht, was der Honig bringt. Oh, der Honig bringt richtig viel Energie. Das ist super. Die Frage ist nur, schaffe ich es irgendwie, den auch bei mir anzubauen? Und zwar im großen Stil. Oh, perfekt. Jetzt habe ich das, was ich brauche. Die Frage ist nur, kann ich mehr davon holen und vielleicht mir davon einen Barren bauen? Wenn ich das nämlich noch nebenher machen könnte, wäre das erstens super. Weil ich denke, der Aquila zahlt für so einen Barren von diesem Metall ganz gut viel Asche. Dann könnten wir uns ein kleines kleinen Vorrat bauen oder machen, für den Fall, dass wir mal ein bisschen Geldmittel brauchen. Obwohl ich sagen muss, ich glaube nicht, dass die Koa dementsprechend Probleme kriegen sollte. Boah, das Rauschen des Vulkans ist natürlich gefährlich. Es gibt viele Schätze hier natürlich, das ist klar. Schönes Gestein, ist auch eine schöne Umgebung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass das Rauschen natürlich leicht bedrohlich wirkt. Und von daher muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen. Ne? Ich meine, Vulkane sind halt heiß, warm. Holen viele Nährstoffe natürlich auch ans Tageslicht, auch viele Giftstoffe. Das bedeutet, man hat natürlich sehr viel, ja, man hat zwei Seiten der Medaille. Und ja, man lebt halt in der Nähe von einem Vulkan. Ne? Das bedeutet, wenn der ausbricht, ist natürlich ganz schnell vorbei mit florierendem Leben. Darf man natürlich nicht vergessen. Dementsprechend immer mit Respekt das dortige Leben genießen. So, jo, ich bin fertig. Das bedeutet, wir reisen jetzt zurück nach Quelles. Ich bin am Überlegen, ob ich wirklich so eine lange Premiere machen möchte. Stündchen. Ja, wir könnten natürlich 2 Parts machen. Naja, mal gucken. Ich mache einfach so lange, wie ich jetzt großartig Lust habe und dann entscheide ich, wie ich das mache. So, Karte. Quelles. So, weißt du was? Ich mache hier einen Schnittibus und dann sehen wir uns im nächsten Part einfach wieder. Hallo, ich will einsteigen. Danke. Das Boot verlassen und jetzt hier drüber. Wunderbar. Dem Schäfchen geht es auf dem Schiff ganz gut. Jetzt will ich mit dem Ankh nochmal sprechen, aber... Oh, das war super. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Ciao.